Rucksäcke waren für mich immer so ein schwieriges Thema. Man braucht sie, aber die richtig guten Rucksäcke immer richtig teuer und da hat man einfach keine Lust zu kaufen. Und da habe ich dann bisher auch immer dann mit meiner kleinen Kameratasche bin ich durch die Gegend gezogen mit meinem Equipment. Ein Beispielrucksack war jetzt zum Beispiel der DJI Tech Rucksack, der über 200 Euro kostet, der super toll ist, aber wie gesagt halt so teuer. Ende mit diesem Desaster, mit diesem Rucksack hier ist das alles vorbei. Dieser bietet genau die gleichen Features und sogar noch mehr und das Ganze sogar für unter 150 Euro. Wie ich gerade eben schon erwähnt habe, musste ich bisher mit meiner Kameratasche durch die Gegend laufen und irgendwann hat dann auch mein Opa, der hat mir dann seinen etwas günstigeren Fotorucksack ausgeliehen. Fand ich super nett. Ab diesem Zeitpunkt konnte ich dann noch mal mehr Equipment mitnehmen. Zum Beispiel dann noch meine ganzen Objektive, mein Mikrofon. Richtig komfortabel war das aber nicht, denn ich musste es jedes Mal aufs Neue absetzen. Es war zeitaufwendig. Ich habe nicht gern meine Kamera da rausgeholt. Immer nur an Orten, wo ich mir wirklich sicher war. Dann war auch noch die ganze Sache, ich musste ihn falsch herum ablegen. Zum Beispiel, wenn es jetzt Schlamm auf dem Boden lag, immer auf dieser Seite hier. Es war einfach nur Kacke und hochqualitativ war das Ganze jetzt auch nicht. Bis ich jetzt diesen Rucksack hier gefunden habe, den K&F Concept Rucksack. Den genauen Namen blende ich jetzt hier ein. Ihr müsst wissen, ich habe spezielle Anforderungen an einen Rucksack. Als allererstes und als wichtigstes Kriterium ist, er muss mein ganzes Equipment muss da reinpassen. Ich habe jetzt zum Beispiel, möchte ich mir bald noch ein größeres Sigma 150 bis 600 mm kaufen. Wenn das nicht da reinpasst, würde ich sagen, nee, würde ich nicht machen. Das erste. Dann das zweite, der Rucksack muss schnell bedienbar sein. Das heißt, wie jetzt bei diesem Rucksack hier, man muss ihn schnell bedienen können. Man macht hier dieses Ding auf und holt seine Kamera auf. Der Rucksack muss von der richtigen Seite geöffnet werden. Ich habe gerade schon erwähnt, bei dem günstigeren Amazon-Rucksack, da wurde der von der falschen Seite geöffnet. Da muss man ihn auf diese Seite stellen und macht damit den ganzen Gurt dreckig. Das ist natürlich nicht schön, vor allem wenn man den dann auch wieder aufzieht. So sollte man den hinlegen und dann sollte man den so öffnen können. Und als letztes Kriterium, wo ich jetzt aber noch sagen würde, okay, aber es wäre natürlich auch noch schön, wenn das Ganze sehr schön aussieht und auch noch auf jeden Fall wasserdicht ist. Diese Anforderungen erfüllen nur wirklich sehr wenige der bekanntesten Rucksäcke auf dem Markt. Und sie sind trotzdem übelst teuer. Einer, der diese Anforderungen erfüllt, ist zum Beispiel der gerade schon erwähnte PGY Tech One Mode 2. Der kostet 230 Euro und ich finde, meiner Meinung nach hat er auch noch ein paar kleinere Schwächen, die der K&F Rucksack nicht hat. Und wie gesagt, gibt es diese Features auch nochmal für unter 150 Euro anstatt für über 200 Euro. Jetzt zeige ich euch, was in dem Rucksack so drin ist. Wir öffnen das Ganze mal und wie ihr jetzt gerade seht, auf der richtigen Seite. Diese Dinger hier werden nicht dreckig. Dafür gibt es hier oben zwei Reißverschlüsse und wenn man die aufmacht, dann kommt man an sein ganzes Gepäck dran. So sieht das Ganze jetzt bei mir aus. Hier habe ich jetzt meine Sony A7 IV mit dem Sigma 24 70 mm drin. Hier haben wir zwei weitere Objektive, die ich mitgenommen habe. Für diejenigen, die es interessiert, das Sigma 14-24 und das Sony 50 mm 1.8. Hier haben wir noch weitere kleine Accessoires für das Filmmachen. Hier ein ND-Filter, Fernauslöser und die ganzen weiteren Sachen. Und hier mein Fernmikrofon, mein Funkmikrofon, um die ganzen Videos aufzunehmen. Das Ganze hört hier natürlich jetzt auch nicht auf. Hier geht es natürlich weiter mit dem Fach für den Laptop. Hier passen alle möglichen Laptops rein. Ich habe jetzt einen MacBook Air noch in einer kleineren Variante, aber ich bin sicher, hier passen auch noch die größeren rein. Natürlich, das passt rein, hundertprozentig. Das ist ein typischer Fotorucksack und das hat natürlich jetzt jeder. Das hört aber wie gesagt immer noch nicht auf, denn das wäre ja langweilig. Für den Alltagsgebrauch hat man hier oben auch noch weitere Möglichkeiten, das Ganze hier reinzutun. Hier habe ich jetzt nämlich zum Beispiel meine ganzen Alltagsprovianten hier drin, zum Beispiel eine kleinere Tüte Datteln und ein paar Nüsse für zwischendurch. Braucht man ja mal so, als würde es nur ein paar kleine Snacks, wo man dann einfach ganz schnell dran kommt. Das Ganze hört aber hier nicht auf. Das ist hier jetzt zum Beispiel hier noch der kleinere, dann der Schnellverschluss. Hier kann man dann die Kamera easy rausholen. Hier stellt man dann noch eine Wasserflasche rein im Normalfall. Die habe ich jetzt aber auf der anderen Seite drin, denn ich mag es lieber, wenn ich dann die Kamera raushole, dann nicht noch hier eine Flasche sitzen habe. Hier kann man dann ein Stativ hinsetzen. Dafür ist dann auch hier oben noch normalerweise eine Schlaufe noch dann für zuständig. Die habe ich aber gerade nicht dran. Und wenn man das dann hier aufmacht, kann man dann hier noch weitere Sachen reintun, wie zum Beispiel kleinere Kabel, Aufladekabel, USB-C-Kabel, was weiß ich. Und ein kleineres Fach ist hier ein AirTag-Fach. Das ist auf den ersten Blick sehr versteckt, bin ich auch erst auch gar nicht drauf gekommen. Also für so welche Sachen ist das ja auch perfekt. Man hat hier vorne auch noch weitere Möglichkeiten,
hier etwas reinzutun. Man macht das Ganze hier auf, dann kann man das Ganze hier erweitern und dann gibt es hier hinten noch einen Reißverschluss, um das Ganze aufzumachen. Und man hat hier potenziell nochmal mehr Platz und kann hier noch mehr Sachen reintun, wenn man das dann braucht. Hier auch könnte man noch einen zweiten Laptop, noch Bücher und sonst was reintun, vielleicht noch für die Schule etwas und sonst noch alles. Also auch nochmal hier ein weiteres Fach und damit kann man wirklich sagen, hier ist wirklich alles mit dabei. Und das ist der Rucksack. Ich finde es wirklich sehr hochqualitativ und wirklich perfekt. Zusammenfassend kann man jetzt sagen, nachdem ich ihn jetzt 5 Wochen benutzt habe und jetzt die letzten Tage auf der Skipiste, bin ich wirklich zufrieden mit ihm. Er ist so bequem, er ist wirklich kein Problem auf meinem Rücken und er beeinflusst meinen Skifahren auch wirklich nicht. Also das ist schon eine Sache, die wirklich wichtig ist bei einem Rucksack, denn den muss man ja auch schließlich mehrere Stunden am Tag tragen. Ohne den Schnellzugang könnte ich heute nicht mehr leben. Man kommt so einfach an die Kamera, vor allem auf der Piste ist das wirklich hilfreich und macht es möglich. Denn ich glaube, sonst würde ich die Kamera gar nicht erst rausholen. Das auf den Boden legen auf die richtige Seite ist für mich wirklich auch ein wichtiges Merkmal, denn ich möchte keinen Rucksack mehr, wo man das Ganze auf diese Befestigungsdinger hier macht, ich weiß den Namen gerade nicht, Schnallen macht und dann das Ganze hier dreckig hat. Das möchte ich nicht mehr. Bei diesem Rucksack ist das super. Man legt das Ganze einfach nur auf den Rücken und man selber wird nicht dreckig. Und das hier kann man sowieso einfach abwaschen und es geht von selber ab und man hat damit auch keine Probleme mehr. Und all diese Features machen diesen K&F Concept Rucksack für mich jetzt für den perfekten. Und wenn ihr jetzt denkt, dass es für euch auch der perfekte Rucksack ist, dann findet ihr jetzt in der Videobeschreibung und jetzt hier auch nochmal eingeblendet einen 5%igen Rabattcode, damit ihr den Rucksack von dem schon günstigen Preis nochmal günstiger kriegen könnt. So, das war's jetzt aber mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne ein Like und ein Abo da. Ich verabschiede mich. Ciao.